Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen im schönen Wien. Wir befinden uns in der Roten Turmstraße. Und in der Roten Turmstraße hängen rote Todessterne. Und liebe Freunde, wir gehen ein bisschen durch die Innenstadt. Vorhin haben wir eine Döner-Tour gemacht. Und jetzt suchen wir uns vielleicht noch das ein oder andere Dessert. Wiener Spezialität. Schmankerl. Sagt man das? Schmankerl? Schmankerl? In Österreich schon, ja. Mal sehen, was wir finden werden. Pizza Bizzi. Legendärer Laden. Legendäre Pizza. Sag ganz ehrlich, ich mag die Pizza. Demel Kaiserschmarrn, schreibt jemand. Da gehen wir jetzt hin, oder? Könnten wir, ja. Ja, Leute, herzlich willkommen in der Wiener Innenstadt. Was sagt ihr? Der Stephansdom. Sieht wienerisch aus, oder? Jetzt sind wir in Wien. Was sagt ihr? Diese Leiter, gell, die du da oben siehst, die geht innen drin weiter. Ich weiß es nicht, ich glaube, es ist eher so kunstmäßig. Letztes Jahr war die nicht, gell? Und ich war heute drin und diese, nee, die war letztes Jahr, glaube ich, nicht. Und die Leiter geht drinnen auch noch weiter. Ich weiß nicht, was genau damit auf sich hat, aber diejenigen, die es wissen, können es mich gern wissen lassen. Liebe Freunde, wir sind vor Julius Meindl. Früher war er dort drin, seit 2021. Oder nee, seit, ja, 2021, jetzt hier drüben. Boah, also ist nicht mehr, gar nichts mehr da. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ich habe mir dort heute zum Frühstück zwei Krapfen geholt. Einen mit Crema, also so Sahne, und der andere war mit Marillenmarmelade. Sehr schön, sehr gut, sehr lecker. Im zweiten Stock oben Baba-Krapfen. Ah, wir sind bei Demel, Leute. Schaut mal. Ich weiß gar nicht, wie man es offiziell nennt. Ich glaube, Demel ist ein... ich weiß gar nicht, was die genaue Definition von dem ist, aber ich glaube, so eine Alt-Wiener Patisserie, dort gibt es Kuchen. Ich weiß nicht, ob es ein Kaffeehaus ist oder nur Bäckerei. Hofzuckerbäcker. Ah, okay. Mario G. Operator. Auf jeden Fall gibt es dort krasse Kuchen, krasse Torten, krassen Kaiserschmarrn, die ganzen Wiener Klassiker. Ihr seht, zur Weihnachtszeit auf jeden Fall ein Genuss. Und die zwei Leute da drin im Schaufenster haben auf jeden Fall Spaß. Jetzt haben sie gerade aufgehört, weil sie gesehen haben, ich filme sie. Wir haben Glück heute. Was geht? Wie geht's? Alles gut? Gut, gut. Ihr ist YouTube, Marius. Ja, ja. Wie geht's? Shoutout an die Twitch-Community. Danke, danke, danke. Mach's gut. Die übertreiben halt voll. Gleich direkt mit einer Ampel. Hier mit Einlassgang, rotem Teppich. Da weißt du, dass du in Wien bist. Schaut mal, hier werden die Kaiserschmarrn frisch vor deiner Nase zubereitet. Da kommt die fette Teigmasse in dieses Teil. Es gibt Rosinen, es gibt ohne Rosinen. Die Sache sieht auf jeden Fall buttrig aus. Buttrig, fettrig. Und da sieht man auch noch diesen Zucker, wie er noch in der Mitte von der Pfanne liegt und karamellisiert. Woi, woi, woi. Und die Butter geht rein. Das ist ein Schauspiel. Boah, schaut mal, schaumig, Leute. Sieht schon stark aus, oder? Seien wir ehrlich. Da sieht man auch wirklich, der Kaiserschmarrn wird frisch vor einen Augen zubereitet. Der ist nicht irgendwie schon vorgeteigt und wird dann in die Pfanne gelegt, sondern wirklich hier, die Masse ist in der Pfanne. Und das sind so riesige, schwere Gusseisenpfannen, da ist die Butter am Blubbern. Macht auf jeden Fall schon her. Macht auf jeden Fall was her, hier so von draußen zuzusehen. Die nächste Teigladung geht rein und auf jeden Fall eine fette Pfanne. Rosinen kommen dazu. Und in der nächsten Pfanne ist der Kaiserschmarrn schon fast fertig. Ich glaube, Zucker kommt noch drüber. Und weiter geht's. Eine zur nächsten Pfanne. Der Kollege freut sich. Und da hinten kommt schon die nächste Teigmasse. Alter, wie die mir gerade reingeredet, da war gerade volles Duell. Die redet, yeah. Ich rede noch lauter. Ach, die ist auch live. Ja, die, keine Ahnung. Die ist auch live. Die hat mit so Gimbal. Musst du nicht so gemacht Ding. Du wartest draußen, ich hole dich schon mal, oder? So, da vorne haben wir die Hofburg, Leute. Wunderschön, oder? Was meint ihr? Ich glaube, ich kann euch die Hofburg leider nicht vorhin zeigen, aber ich kann euch die wunderschönen Statuen hier zeigen. Hier. Wir haben hier keine Ahnung, wer das ist, aber es. Sieht krass aus auf jeden Fall. Ah, da ist ja Lukas schon mit denen, unsere Kaiserschmarrn. Hab ihn gar nicht gesehen. Was geht? Was geht? Ihr seht, Leute, das ist das Endprodukt. Hier mit frischen Zwetschgen. Also es ist schon so... Das Zwetschgenröster nennt man das, oder? Ja, es ist Zwetschgenröster, aber du siehst ja, dass es noch ganze Zwetschgen sind. Also es ist irgendwie nicht so der klassische Zwetschgenröster, sondern die Zwetschgen sehen noch so... Boah, da kommt ein Duft raus gerade. Ich sag euch auch... Also wenn man in den Laden reinkommt, kommt direkt so eine Butterwolke entgegen. So. Sieht wirklich wunderschön aus da drin. Ich war auch schon, bin schon öfter durchgegangen und so. Und sieht so wirklich so
bäckereimäßig aus. So, da ist so dieses, diese Roller, mit dem man so die Plätzchen ausrollen und ausstechen kann, liegen so an der Seite. Das Mehl, das ein Teigroller, sieht wirklich so Bäckerei, Plätzchenbäckereimäßig aus. Das ist ein Hofzuckerbäcker. Macht auf jeden Fall was her. Aber was ich sagen muss, wo ist der Puderzucker? Fehlt. Es gibt einen Punktabzug. Das gibt auf jeden Fall einen Punktabzug. Ich schnapp mir jetzt hier mal ein fettes Stück. Wie viel kostet der Spaß? 97. 97. Das ist auf jeden Fall. Ich meine, der wird auf jeden Fall frisch zubereitet und wenn er jetzt gleich lecker schmeckt, dann. Aber es ist normaler Preis für Kaiserschmarrn hier. Ja, ja. Also unter 5 Euro kriegst du keinen wahrscheinlich. Also selten. Ich muss sagen, der ist sehr lecker. Schön flaumig. Der ist wirklich flaumig, flaumig. Und so schön weich. Das ist wie ein Babypopo. Wirklich sanft und weich. Flaumig. Der ist schön süß, der ist schön buttrig. Und du hast auf jeden Fall auch genug Pflaumen, wie ihr sehen könnt. Dass du auf jedes Stück Kaiserschmarrn, Zwetschgen, sorry. Jedes Stück Kaiserschmarrn, das du hast, mit einem Stück Zwetschge kombinieren kannst. Ja, du spießt einmal auf, dann mit der Pflaume. Zwetschge. Oh. Oder Tomate. Oder Erdbeere. Apfel. Das ist die österreichische Dönerbox, kann man schon sagen, oder? Ist dir eigentlich auffallend, die Verpackung, was da ist? Kaiser Franz. Kaiser Franz. Kaffee Landmann, zu wild der Kaiser. Mhm. Aber auch der hat irgendwie nicht diesen Karamellkick, nach dem ich suche. Ich glaube, das ist in Wien auch nicht so ein Ding, die nochmal so extra zu karamellisieren. Der ist schön soft. Aber dieser Zuckerkick fehlt mir irgendwie. Ich weiß nicht, ob das hier in Wien nicht so üblich ist. Also, versteht mich nicht falsch, das ist wirklich lecker. Wie gesagt, du beißt in einen, keine Ahnung, in so eine Schaumwolke rein. Probier du mal. Was meinst du noch mit Babypopo? Der ist schön, so schön weich. Ja, der diese ist so Oberfläche. Weich, ja, das stimmt. Der schmeckt nicht wie ein Babypopo. Der fühlt nur von der Ich finde die Zwetschgen. Also, ich hatte auch noch nie ein Babypopo im Mund, aber ich. Auf jeden Fall weich fühlt es sich an. Versteht ihr, was ich meine? Dann nimmt halt kein Babypopo in der Wolke. Ich wollte nicht schon wieder Wolke sagen. Ich finde die Zwetschgen richtig geil. Die sind richtig gut. Ne? Ja, das stimmt. Die sind so schön fruchtig. Nicht zu süß, nicht zu sauer. Gute Balance. Mario hat die ganzen Zwetschgen rausgegauen. Wie gesagt, ich glaube, wenn der noch frisch in der Pfanne noch einmal durch den Zucker gezogen wird und dann auf die Box kommt. Feier. 10 von 10. Aber ohne diesen Karamellkick, 8 von 10. Ich brauche das und schaut mal hier unten. Wenn vor allem diese kleinen Teile hier dann noch so karamellisiert und knusprig und zuckrig sind, dann ist halt richtig geil. Aber hier eher matschig.